Ja,
Namen Martin als Johanna Klug. Erstes Bild der Frau, zweites Teamfrau. Sophia Pelanda. Ich hoffe, jetzt versteht man uns besser oder überhaupt. Also jetzt nochmal die Zusammenfassung in der Hoffnung, dass man uns jetzt hört. Ja, immer die Technik. Ja, okay. Immer also ich bekomme gerade die Zeichen und Nachrichten, dass die Technik jetzt wohl wieder funktioniert. Dementsprechend nochmal das Intro. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Also für die, die es gerade nicht gehört haben, nicht verstanden haben, Spiel natürlich heute, das haben sie mittlerweile begriffen. Herner TC zwischen Herner TC und BC Pharmasurf Marburg. Und es ist das Nachholspiel vom 30.12. Und wir bitten Sie nochmal zu entschuldigen, nicht nur wegen der Technik, sondern auch wegen des verspäteten Startes. Der war bedingt durch das letzte Spiel von Marburg gegen Heidelberg. Heidelberg hatte einen positiven Schnelltest und man musste bis gerade noch die Ergebnisse der PCR-Tests abwarten und deshalb halt heute dieser etwas verspätete Nachholzeitpunkt, also ja, es hat sich alles ein bisschen verschoben, hoffen natürlich, dass wir jetzt das
Vorrunden, Nachhol, wie auch immer Spiel, also das Hinrundenspiel, was nach dem Rückrundenspiel stattfindet, dass wir das jetzt problemfrei bis zum Ende genießen können. Und in dem Zutun schenkt Marburg Herne nochmal den Ball. Das sind nicht die nächsten zwei Punkte, aber der nächste Offensivrebound. Und Herne mit einer deutlichen Führung. Goodwin versucht es da ein bisschen zu sehr mit Ansage auf Pelander. Und die versuchte Antwort, der Putback dann von Krimble. Also ein Rebound. Christoph Wisocki da an der Linie. Ich glaube, nur nicht ganz begeistert nach seiner genommenen Auszeit. Trotzdem weiter. Konnte Herne weiter die Führung ausbauen. Also beide Trainer sehr motiviert am Spielfeldrand. Den zweiten kann sie ganz, ganz sicher verwandeln. Baker auf Ilke. Und da war der Schrittfehler gepfiffen. Der Step-Hero ein bisschen sehr sehr weit ausgeprägt bei ihr. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Linie der Schiedsrichter an, aber in dem Fall ja, sind auch alle anderen Spielerinnen vorgewarnt. Da pfeift man ja gerne am Anfang ein bisschen kleinlicher, um diesen schnellen Antrittsstritt, diesen American Step, ein bisschen runterzuschrauben, die Quote davon. Und auf Herner Seite das zweite Teamfoul. Marburg hat ja schon alle fünf zusammengesammelt. Und ich würde sagen, die Infos, die wir schon mal gegeben hatten, das Rückspiel, was chronologisch vor dem Hinspiel war, das wird es dann, glaube ich, am besten in der Viertelpause geben. Für alle die das gerade aufgrund der Tonprobleme nicht hören konnten, aber dennoch an unserer Meinung dazu interessiert sind. In jedem Fall werden sie da, wie so häufig, mit gefährlichem Halbwissen von uns bombardiert. Und jetzt geht's wieder zurück zum aktuellen Spiel. Herne nimmt mit der Defense viel Zeit von der Uhr. Jetzt mal der Ball im Post. Muss wieder rausgespielt werden von Marburg. Wilke lässt da Pelander aussteigen und dann dieser aufgelöste Floater. Langer Zweier, aber hat sie das Beste aus der wenigen Zeit gemacht. Goodwin bekommt da den Ball nicht ganz zu fassen und damit geht es wieder in die andere Richtung für die Damen in Grün. Krimble findet da ihre Mitspielerin und zwei Punkte durch Afa. Und Marburg auch daran interessiert, möglichst früh das Herner Spiel zu stören. Das heißt, möglichst früh die ballführende Spielerin in der eigenen Hälfte noch unter Druck zu setzen. Kommt dagegen in der Offense gegen die Verteidigung von Herne nicht ganz so gut klar. Die letzten beiden Angriffe waren zwar erfolgreich, aber im Großen und Ganzen
die ersten 9 Minuten offensiv eher weniger erfolgreich. Nach dem Treffer von gerade, dieser jetzt deutlich zu kurz von AFA. Auch eine bekannte Spielerin, hat ja auch einige Spiele für den Herner TC bestritten und die Topscorerin Tobuzovic schön hoch über das Brett mit den 17-8. Ja, und da fehlt auch immer mal wieder bei. Ja, da fehlt bei Marburg das Glück und bei Herne ist es bei solchen Pässen dann natürlich irgendwie gegeben. Bei Marburg fehlt trotz mancher Möglichkeiten dann auch das Glück, dass der Ball dann nicht reinspringt, sondern noch auf dem Ring turnt. Ja, das jetzt mal schön durch die Zone geschnitten. Wilke mit 2 Punkten. Also laufen jetzt immer noch dem Rückstand von den ersten 2-3 Minuten hinterher und damit endet das erste Viertel 19-10. Herne wach gestartet und das Polster bis jetzt immer noch nicht aufgebraucht. Marburg wird aber auch so langsam wach und kommt in die Partie. Ich könnte mir vorstellen, in den 2 Spielen würde auch der eine oder andere Ball von Wilke im Korb landen. Ja, grundsätzlich sogar, also wenn man, Keltern ist glaube ich das einzige oder einer der wenigen Teams, die komplett wie alle Spiele bis jetzt machen durften, wo keine Quarantäne dazwischen gerätscht hat, die ja schon 15 spielen, Herne mit 13 und Marburg tatsächlich nur mit 11. Jetzt geht's hier weiter mit dem zweiten Viertel. Tobuzovic raus auf Goodwin, hat es schön gesehen. Und der mit Ablauf der Shotclock passt für die nächsten 3 Punkte für Herne. Hafer mit dem Pass nach außen und dann Theresa Simon mit einem zu schnellen Antritt für ihr Dribbling. Und ein Wechsel hat stattgefunden, nämlich der Ball. Neues Spielgerät und damit geht es jetzt weiter. Aufgrund der Hygienerichtlinien wird da jetzt ein bisschen drauf geachtet, dass da auch bei den Bällen durchrotiert wird und Goodwin mit dem nächsten möglichen 3-Punkte-Spiel. Das muss sie sich dann allerdings noch an der Linie erarbeiten. Ein Bonusfreiwurf bekommt sie. Und Klug mit dem 2. persönlichen Foul. Und so ist es. Goodwin mit dem nächsten Dreier. Und Goodwin macht ja auch erst ihr 3. Spiel, glaube ich, für den HTC. Kam ja erst in der jetzigen Winterpause quasi, die eigentlich nicht da war, aber zumindest in der Wechselperiode. Und bereits im letzten Spiel Topscorerin, das heißt in Halle, beim letzten Auswärtsspiel der Hernerin mit 15 Punkten die meisten Punkte und mit 6 Rebounds tatsächlich auch die meisten Rebounds geholt. Dreierversuch und Marburg erkämpft sich hier nochmal den Ball. Starker Kickout. Arthur gefunden und Arthur verwertet. 3 Punkte für Marburg. Verwertet den ganz cool, weil Laura Westrick da angeflogen kam. Den muss man noch erstmal machen. Sind aber natürlich trotzdem noch über 10 Punkte. Aber ist ja auch noch lange hin bis Ende des Spiels. Pelander auf Westerik und sie legt den Ball ans Orangene. Und damit jetzt wieder Marburg, die den Vorsprung hier abarbeiten müssen, den sie
Herne in den ersten Minuten des Spiels ermöglichten. Wilke, ganz schwieriger Wurf. Und wieder zwei Punkte für die Topscorerin. Und da sieht man auch wieder, dass Marburg direkt, sogar direkt den Pass doppelt, also da die Spielerin, die den Ball bringen soll, das heißt in diesem Fall Lauren Goodwin, mit zwei Spielerinnen zustellt. Und somit ist sie dann nicht anspielbar. Und Laura Westrick läuft hier so ein bisschen ihrem Glück hinterher, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, man sieht, sobald Herne im Ballbesitz ist, sind alle aus Marburg wach. Es sind immer sechs in Verteidigungsposition, also fünf Spielerinnen inklusive Trainer, der da auch den ein oder anderen Stil abgreifen möchte. Und trotzdem der Offensiv-Rebound, ganz, ganz schwieriger Wurf von Westerek, wollte da so ein bisschen das Foul haben. Topozovic auch in dem Handgemenge unterm Korb, aber auch nicht erfolgreich. Und Theresa Simon verstolpert den nächsten Ball. Nächster Wechsel auf Herner Seite. Jetzt auf dem Parkett mit der Nummer 7, Dana Ramos. Dafür kriegt Ariana Harris die erste Pause in dem Spiel und es macht sich direkt der nächste Wechsel bereit. Und das ist einer, der lange hat auf sich warten lassen. Chloe Bully. Erstmal kriegt Laura Westrick jetzt endlich den Call, zumindest aus ihrer Sicht. Macht zwei Punkte und kriegt noch den Bonusfreiwurf. Und jetzt kommt Chloe Bully nach. Ne, ist ein Werferwechsel, aber sie kommt gleich nach, ja, was, wie lange war es? 3 Monate? 4 Monate? Ich weiß es nicht ganz genau. Relativ lange auf jeden Fall. Und natürlich auch bedingt dadurch, dass sie vorher schon länger ausgefallen ist. Also sie jetzt nicht unbedingt mit Glück, was Verletzungen angeht. Und darf jetzt nicht mehr sofort eingewechselt werden, weil Laura Westrick den Freiwurf nicht verwerten konnte. Aber ich spreche ja da mal nicht die Absicht zu. Und ja, macht jetzt nochmal 2 Punkte nach einem schönen Spin-Move. Und damit sind es 14 Punkte, die Marburg hier aufzuholen hat. Ganz, ganz langer Zweier, aber nicht erfolgreich und damit geht's in die andere Richtung für die Gastgeberin Goodwin mit einem Pick and Roll von Pelander, zieht das Foul und jetzt der Wechsel, auf den sich Chloe Bully so lange gefreut hat. Westerig, die jetzt in den letzten Minuten mehr ins Spiel gekommen ist und Bully jetzt zurück auf dem Parkett. Spielerin, die extrem schnell ist, natürlich auch potenziell eine Aufbauspielerin und Flügelspielerin. Wenn man mal zwischendurch die Trainingseinheiten gesehen hat, gerade was die schönen Suicides oder Linienpendel angeht, da war sie eigentlich immer eine oder zwei Bahnen vor den restlichen Spielerinnen. Und das ist definitiv nicht, um die restlichen Spielerinnen zu diskreditieren, sondern es ist einfach, um zu zeigen, wie enorm schnell Bully ist. Obwohl solche Spielerinnen wie Laura Zolper beispielsweise dabei sind. Und Goodwin bekommt die Pause. Laura Zolper geht auf die 1. Bully mit dem Spielgerät in der Hand, findet Zolper, ganz langer Zweier,
schwieriger Wurf auch. Stepback versucht, weil sie den ersten Wurf nicht genommen hat, den sie vielleicht hätte nehmen können. Die halbe Sekunde reicht ihr eigentlich für einen guten Wurf. Das auf jeden Fall. Das habe ich auch schon selbst zu spüren bekommen in einer harten Klatsche gegen Laura Zolper. Also die brauchen nicht viel Zeit zum Werfen. Meine Defense ist natürlich nicht ansatzweise so gut wie die der Marburger Spielerin. Brauchst du länger zum Werfen? Ja, aber dann geht der Ball auch irgendwo hin. Eben, bei mir ist es sowieso alles Zufall. Da nutzt auch eigentlich keine lange Vorbereitung. Die ist ja manchmal sogar noch hinderlich. Weil da kommt man ins Überlegen. Wo macht man ihn rein? Macht man ihn in den Knick? Ja, und flach in die Ecke oder hoch, man weiß es nicht. Bisschen zu viel Zeit zum Überlegen hat jetzt auch Krimble. War ganz frei, hatte auch wirklich 1-2 Sekunden. Und schafft es dann nicht zu verwerten. Jetzt vielleicht Wilke. Aber nochmal die Möglichkeit und Pelander mit einem Block, aber unten der Kontakt und dementsprechend das zweite persönliche Foul von Pelander und Freiwürfe für Krimble. Aber grundsätzlich, wenn man sich so die letzten paar Spielzüge oder die, ja, paar Spielzüge anguckt, waren es auf beiden Seiten nicht mehr so die Trefferquoten wie am Anfang. Und Topicovic bekommt jetzt ihre Auszeit, ihre erste. Ein bisschen zum Durchatmen. Herne jetzt ja, nominell mit 3 potenziellen Aufbauspielerinnen. Obwohl Topicovic natürlich auch eine ist. Also wären einem möglichen Fullcourt, einer Fullcourt-Verteidigung gewappnet, auf die Marburg jetzt auch gewechselt ist. Goodwin raus auf Bully. Und das war wieder der gerade angesprochene, die zu lange Überlegungszeit. Vielleicht wäre es da sinnvoller gewesen, tatsächlich direkt zu werfen. Kriegt jetzt auch direkt wieder den Bankplatz zurück. Dafür Laura Westrick wieder auf dem Feld. Wird vielleicht auch einfach ein bisschen langsamer rangeführt wieder an das Niveau, an das Spielniveau. Das kann man im Training selten so hoch kriegen, wie es im Spiel dann wirklich ist. Und man möchte da sicherlich auch nichts irgendwie überstürzen, dass man das dass man dann hinterher irgendwie wieder eine Verletzung riskiert oder einen Rückfall riskiert. Ja, gut. Aktuell ist es auch nicht so, dass Herne hier mit Biegen und Brechen irgendwelche Spielerinnen von der Bank bringen muss. Es klappt so ganz schön. Der Pizzabäcker Abschluss von Laura Westerig. Unterhandfinish zum 33-17. Jetzt wird es schon eine ganz deutliche Nummer. Da muss Marburg am besten in den nächsten 2,5 Minuten nochmal ein bisschen aufdrehen, um sich ein bisschen ranzukämpfen bis zur Halbzeit. Marburg ja auch jetzt in den ersten 7,5 Minuten mit nur 7 Punkten in diesem Viertel. Im ersten Viertel waren es auch nur 10, in Anführungszeichen. Das ist auch nicht die Welt. Und jetzt kriegt Laura Westrick das nächste Foul. Wahrscheinlich sie einfach in dem Moment zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Sie hat da gar nicht so aktiv eingegriffen ins Spiel. Aber das war natürlich auch schlau gemacht von Kiefer. Gegen zwei Spielerinnen hat den Kontakt gespürt und versucht dann noch abzuschließen. Ja, damit ist es das zweite persönliche für Westerig und das vierte Teamfoul. Also beide Mannschaften jetzt an der Teamfoul-Grenze. 2 Freiwürfe, ersten verwandelt, die Nummer 9. Und auch der zweite drin. Wieder die Doppelung von Goodwin direkt. Das sieht man direkt, dass egal wer, Hauptsache die ersten beiden Spielerinnen vorne doppeln.
Doppeln Goodwin und Offense Foul gepfiffen gegen die Nummer 32 auf Jana Seiten gegen Ariana Harris. Bisschen sehr athletisch aktiv in ihrer Bewegung. Und das hat Marie Berthold zu spüren bekommen. Und natürlich auch ausgenutzt und das Foul gezogen. Stand da ganz knapp außerhalb des No-Charging-Kreises und wieder so ein schneller Stil von Zolper. Und dann diesmal auch der Abschluss, den Marek haben möchte. Weil eigentlich, wenn sie einmal beschleunigt, dann kann man sie kaum noch einholen. Vor allem, wenn man sich ja dann noch als angreifende Spielerin umdrehen muss und dann erst den Sprint anzusetzen. Und es ist schon das zweite oder dritte Mal jetzt in diesem Spiel, dass Laura Zolper da richtig spekuliert hat auf den Pass. Das heißt, den richtig antizipiert hat und somit ganz, ganz einfache Punkte machen konnte. Topuzovic jetzt wieder zurück nach den 2 Minuten Verschnaufspause. Geht auf die Center-Position. Aber Herne natürlich jetzt nur mit Harris als nomineller Center-Spielerin. Rebound bei 4 Marburgerinnen, eingekreisten Ball für Herne. Waren da irgendwie alle ein bisschen überrascht, wo der Ball hingetickt ist. Und dadurch Herne nochmal mit der Möglichkeit, neue 14 Sekunden. Alles ganz leise hier in der Halle. Also es geht um die 14 Sekunden, weil theoretisch der Ball vom Knie noch ins Ausgetickt ist, also vielleicht 13 Sekunden sollen es sein. Oh, oder sogar deutlich weniger. Weil ich da gedacht hätte, dass es 14 sind, weil eben der Ball am Ring war. Nee, der war vielleicht auch nicht am Ring. Vielleicht hat er den Ring nicht berührt, das können wir von hier aus natürlich nicht so gut sehen. Okay, wenn er nur das Brett berührt hat, dann ist das natürlich die richtige Entscheidung. Und dementsprechend Herne mit ein bisschen Zeitdruck in dem Angriff. Laura Westerig schafft den Abschluss, aber leider nicht den erfolgreichen. Und somit geht es ganz schnell über die andere Seite. Schöner Abschluss von Baker, dynamisch nach oben gestiegen. Und die schnellen Punkte braucht es jetzt natürlich einige bei Marburg. Und das wird nicht besser, wenn Herne Offensiv-Rebound um Offensiv-Rebound holt. Wilke. Gäste nicht mit der Möglichkeit runterzuspielen. Wilke aber mit dem Abschluss, mit Ablaufen der Shotclock und die letzten 15 Sekunden des zweiten Viertels. Goodwin. Und Herne kann man runterspielen jetzt komplett natürlich. Und dann ganz freier Dreier für Topuzovic und der passt und damit endet die erste Halbzeit 38-23. Marburg hat sich ein bisschen rangekämpft, aber Herne dann trotzdem mit diesem SP-Lander und Zolper und auf der anderen Seite bei Marburg Wilke, Berthold, Kiefer, Klug und Baker. Und was auch zu erkennen ist und was auch eigentlich zu sagen gilt, ist, dass die Schnellangriffpunkte, die hier drauf sind, das heißt die Punkte, die durch Fastbreaks erzielt werden, mit 16-2 für Herne stehen. Das heißt, Herne hat 14 Punkte mehr und das sind fast die Führung ausmachen, die 15-Punkt-Führung, mehr gemacht durch Fastbreaks als Marburg. Und 4 der 16 Punkte gehen ja schon allein auf Laura Zolpers Kappe, die auch gut und gerne den einen oder anderen hätte mehr abschließen können. Sie ja ein paar Mal erfolgreich mit den schnellen Fingern den Ball wegstibitzt und dann im Fastbreak mit einem
Abschluss meist gegen Null. Henne übrigens wieder mit der Starting Five. Und Harris jetzt auch bei 7 persönlichen Punkten angekommen. Bei Marburg gibt es eine Veränderung zur Start-Starting Five und das ist Kiefer, die für Simon auf dem Parkett ist. Baker mit der direkten Antwort, klappt nicht und auch der Rebound-Versuch wird nur ins Aus getippt. Dementsprechend Ball für die Damen in Weiß, für die Damen des Herrn ATC. Und Lauren Goodwin her, jetzt stellt Marburg, oder jetzt spielt Marburg zumindest eine Zeit lang erstmal nicht mehr die Fullcourt-Verteidigung, das heißt, setzt Goodwin nicht direkt wieder unter Druck, sondern hat das Ganze auf eine Halbfeldverteidigung zurückgestuft. Wahrscheinlich um eben diese, das werden die Trainer ja auch gesehen haben, dass die, wie es mit dem Fastback aussieht, dass da eben gegen vorgegangen werden kann, indem man einfach tiefer hinten drin steht und sich nicht überrennen lässt, wie es in einigen Situationen dann so war. Und durch diesen Dreier nochmal als Nachtrag, aber es dürfte auch allen klar sein, natürlich diese 18-Punkte-Führung, die höchste dieser Partie. Jetzt gerade der Versuch nicht erfolgreich, aber Marburg schafft zumindest wieder nur auf 16 Punkte zu kommen. Und sofort hatte Marburg auch wieder, wahrscheinlich immer nur nach Score, nach eigenem, auf die zumindest ein bisschen aggressivere Fullcourt-Verteidigung gestellt. Das war ein schöner Pass von Laura Zolper auf die abrollende Sophia Pelander, die dann ganz einfache 2 Punkte machen kann. Komplett blank stand in der Zone. Schönes hohes Anspiel und da nutzt sie ihre Körpergröße aus. Kiefer spielt nochmal raus und 2 Punkte für Krimble. Und schneller Dreier durch Zolper. Jetzt hat sie mal die Chance und hat auch mal die halbe Sekunde genutzt. Aber der Ball geht nicht rein beim Dreier. Aber dafür, Ariana Harris mit ihren nächsten 2 Punkten. Und Krimble mit 2 Punkten plus Bonusfreiwurf. Ich hoffe, ich habe sie gerade nicht verwechselt mit Klug. Das wäre natürlich ein Fauxpas. Nein, sowas passiert uns nicht. Aber ja, sie jetzt auf jeden Fall an der Linie. Bringt ihr Team auf 15 Punkte ran, aber immer noch deutlich. Müssen jetzt natürlich irgendwann auch anfangen, aktiver zu verteidigen. Das ist das Gegenteil von aktiv. Da sind alle weggerannt. Aber vielleicht ist das ja auch die Taktik. Hat zumindest was gebracht. Ja, und da war auch schon wieder Laura Zolper im richtigen Moment da. Und das uneigennützige Zusammenspiel. Und Zolper wird da von beiden Gegenspielerinnen abgeräumt. Wilke schafft es nicht und auf der anderen Seite auch der Ball, der dann ins Aus tropft. Und auch da zollt man mit einem schönen Pass eigentlich auf Harris, die kann aber dann den Ball zwar am Anfang kontrollieren, ihn aber nicht an der Gegenspielerin vorbeilegen und dribbelt sich dann selbst auf den Fuß, aufs Knie oder wie auch immer. Goodwin gegen Wilke. Pelander oben auf der Position der eigentlichen 1 und wieder der schöne Pass von Laura Zolper. Aber auch Pelander kann dann nicht verwerten.
kriegt er auch noch den Kontakt. Also hat er eigentlich, glaube ich, mit dem Foul-Call gerechnet, beziehungsweise zumindest drauf gehofft. Bei beiden Mannschaften machen sich wechselbereit und Baker zieht an allen vorbei mit extremem Tempo und verlegt dann den Korbleger. Natürlich sehr ärgerlich. Und direkt der Doppelwechsel dann bei Marburg. Arthur hat sich bei Klug dazugesetzt. Jetzt wieder uneigennützig von Zolper und Harris verwertet. Und Laune Guten wird da von der gesamten Herner Bank zurückgepfiffen. Dass sie nicht so weit vorne, beziehungsweise dass sie nicht auf der rechten Seite verteidigen sollte, war es, glaube ich. Wird nicht ausgewechselt. Topozovic geht runter für Westerik. Und der Doppelwechsel, Baker und Krimble verlassen das Parkett. Und Arthur und Klug komplettieren die Gäste 5. Arthur versucht direkt mit einem Dreier. Die braucht es natürlich. Also jetzt mal eine Spielerin, die auch Verantwortung übernimmt. Es können sich nicht alle bei Alexandra Wilke in den Rucksack kuscheln. Gute Übersicht von Kiefer, direkt der Pass auf Wilke und die nächsten 2 Punkte für die Nummer 3 von Marburg. Und Wilke ja hier, wie schon angesprochen, maßgeblich daran beteiligt, dass der Abstand nicht noch größer ist. Zumindest in der jetzigen Zeit nur bei 15 Punkten, nee, jetzt 17 Punkten liegt. Aber sie alleine ja schon mit fast einem Drittel der Punkte. Und auf der Seite macht sich der nächste Wechsel bereit. Chloe Bulli wird wieder aufs Parkett kommen. Und der Pass, der gefällt Marek Petrowski gar nicht. Der führt zum nächsten Foul. Und da ist es sogar noch denkbar gut gelaufen für Laura Zolper. Eigentlich Klug mit den Größenvorteilen und einem möglichen End-One. So gibt es 2 Freiwürfe. Und jetzt wieder eingewechselt die etwas glücklose Theresa Simon. Ohne Punkte hatte da 2-3 Möglichkeiten, wo sie sich selbst auf den Fuß dribbelt. Dann ist natürlich manchmal ein bisschen der Wurm drin am Abend. Hoffen natürlich auch der Spannung halber, dass sie sich da jetzt besser ins Spiel finden kann. Rebound aber erstmal bei Harris. Pelana verliert den Ball. Und kein Foul. Kein Block und damit auf der anderen Seite die nächsten 2 Punkte durch Harris. Und jetzt sind wir wieder bei diesen 18 Punkten Führung. Wilke, schöne Übersicht von ihr. No-Look-Pass. Auch schön über die Baseline gezogen. Also schnelligkeitstechnisch dann natürlich Ariana Harris mal kurz weggelaufen. Und alles schaut auf sie und den Ball. Und sie hat dann die Augen oder das Gespür für ihre Mitspielerin. Aber dazu braucht man natürlich auch den ein oder anderen Stop in der Defense, um hier wieder ranzukommen. Dreier wäre schon mal eine gute Option und jetzt Berthold, die sich
auch ein bisschen warm geschossen hat. Jetzt ist Berthold mal eben kurz fast auch bei zweistelligen Punkten. Und direkt der nächste Stil, also ein Doppelrucksack vielleicht. Marburg nimmt nochmal das Tempo raus. Aber trotzdem natürlich Score verhindert und die nächsten zwei Punkte für Berthold. Und das waren jetzt 7 Punkte in ja, nicht mal einer Minute, würde ich sagen. Westerick gegen alle dann nochmal raus. Harris mit dem Offensiv-Rebound und dem Pass nach außen. Und dann Horns als System gespielt für die Systemkenner unter ihnen. Und Herne hat hier natürlich versucht, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, um da möglichst den Flow rauszunehmen bei Marburg. Aber Marek Piotrowski, ist es ein bisschen zu spät, jetzt noch eine Auszeit zu verschwenden für die 30 Sekunden. Die spart er sich vermutlich lieber für die Crunch Time auf. Theresa Simon gegen Chloe Bully auf Klug und da ist Pelander am Ball, blockt den Wurf und Herne kann jetzt natürlich runterspielen und die nächste Runde sieht ganz leicht aus mal bei Laura Zolper, die wieder an zwei Gegenspielerinnen vorbeigeht und zusätzlich noch den Floater ja, reinlegt. Ja, und dieses Viertel ist ja mit Unentschieden mehr Chancen für Marburg. Wenn sie da jetzt weitermachen, könnte es hier vielleicht sogar noch ein bisschen spannender werden. Und Marburg weiterhin mit den gleichen 5 Spielerinnen wie vor der Viertelpause auf dem Parkett bei Herne. Auf jeden Fall die Änderung, die auffällt, ist, dass Sarah Polleros ihre erste Spielzeit bekommt in diesem Spiel. Und eventuell, das hat sich auch in den letzten, gerade im letzten Spiel in Halle also abgezeichnet, ist Marek Piotrowski immer auch offen für die beiden Jugendspielerinnen, die noch auf der Bank sitzen, das heißt Jule Groll und Lara Langermann. Beide konnten letzte Woche in Halle gut Spielzeit sammeln. Und Harris legt den Ball rein. Man merkt aber, dass Marburg deutlich aggressiver ist oben am Ball. Natürlich in einem positiven Sinne, also direkt die Ballführende gedoppelt. Aber dadurch ergibt sich natürlich mit einem schnellen Swing ein freier Abschluss in der Corner. Und ja, es tut schon fast ein bisschen leid von hier oben. Auch als Herner-Fan. Theresa Simon verstolpert den nächsten Ball, obwohl das so gut rausgespielt war von ihren Mitspielerinnen. Harris nochmal raus auf Zolper und Wilke mit den Fingerspitzen dran, damit ja gut Zeit von der Uhr genommen und Marek Piotrowski mit der Auszeit. Muss er jetzt natürlich was machen nach dieser Defense-Umstellung. Marburg motiviert, wissen, wenn sie was tun müssen, dann jetzt. In den letzten 2 Minuten ist es dann zu spät, die 17 Punkte noch anzugehen. Und nur für alle, die wahrscheinlich aus Herner Sicht auch Malina Sola noch kennen, die ja ihre gesamte Jugend beim HTC verbrachte und im Kader von Marburg steht. Sie wechselt nicht oder hat irgendwelche anderen Sachen, sondern sie ist einfach nur verletzt. Also leider einfach nur verletzt. Wäre natürlich schön, sie auch hier auf dem Parkett zu sehen als Herner Eigengewächs. Kann also im Moment nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, ist aber trotzdem natürlich dabei und erkennt man das geschulte Auge im Stream, wird das sicherlich erkannt haben. Thank you.
hätte bestimmt auch ihre Mutter gefreut, die ja heute am Anschreibeblock sitzt. Sie hätte da ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr für Grün mitgefiebert heute. Aber unser natürlich jetzt in der Position natürlich, in der Position natürlich nicht. Unser Anschreibetisch verhält sich stets professionell, ähnlich wie wir. Nein, also unser Anschreibetisch verhält sich tatsächlich professionell. Aber trotzdem wäre es natürlich auch für sie schön gewesen, ihre Tochter hier auf dem Parkett zu sehen. Aber so sieht sie jetzt zumindest eine Chloe Bilou. Das wird auch sie freuen. Sie hat einen guten Kontakt zu allen Spielerinnen. Und Chloe Bilou sehr wichtige Spielerin auch abseits des Parketts. Und ja, freut natürlich alle, dass sie heute wieder ein bisschen Spielzeit sammeln kann. Und auch wieder ihre ersten Punkte hier machen konnte. Und ja, die müssen jetzt langsam mal fallen. Sind natürlich schwierige Abschlüsse, aber sonst wird das heute ganz schwer für Marburg. Bully. Abschluss über ihre Gegenspielerin, aber nicht erfolgreich. Und jetzt, es ist kuschelig warm im Rucksack. Da ist sie wieder. Also. Und schließt da trotzdem ab, obwohl Laura Westrick aggressiv noch zum Block gegangen ist. Also Wilke und Berthold drehen hier gut auf. Und Herne jetzt zwar mit freien Abschlüssen, aber nicht mit den erfolgreichen Abschlüssen, die man dann haben möchte. Also damit Wilke und Berthold, und das sind genau die beiden Spielerinnen im Zusammenspiel. Kickout nach draußen, Dreier für Berthold. Westerik auf Solpa. Und Herne mit ganz vielen Kurzpässen möchten hier die Defense ein bisschen laufen lassen. Defense wird jetzt auch umgetauscht in der 2-2-Zone, wenn ich das richtig interpretiert habe. Gewechselt wird jetzt auf Marburger Seite auch. Theresa Simon und Johanna Klug verlassen das Parkett. Dafür Lisa Kiefer und Hannah Krimble auf dem Parkett. Ja, positionsgetreue Wechsel, würde ich mal grob behaupten. Und Topozovic direkt mit dem Impact. 2 Punkte. Sie auch, das war der Wechsel, der auf Herner Seite stattgefunden hat. Chloe Bully wurde wieder ausgewechselt und dafür Christina Topozovic, die gerade eben ja direkt die ersten oder die nächsten beiden Punkte machen konnte, eingewechselt. Da sieht man es wieder, dieses frühe Doppeln oben ist natürlich extrem viel Laufarbeit, wenn man den Ball rumgeswingt bekommt. Aber dafür muss man das natürlich erstmal schaffen. Harris unterm Korb im Ablaufen der Shotclock und Ballgewinn für Marburg. Wilke bekommt den Block von Berthold. Raus auf Berthold. Und da war Harris dran, aber Marburg weiterhin. Wilke übers Brett mit dem Abschluss. Und auch das ist natürlich ein Foul, das Marek Petrowski gar nicht gerne sieht, denn die Zeit oder der Wurf war kein, oder beziehungsweise der Abschluss war ja ein Floater oder was auch immer, ein sehr hoher Korbleger, man weiß es nicht genau. Ja, und der war natürlich nicht der, den man eigentlich als Spielerin sucht. Und dabei gefoult zu werden, ja, sind geschenkte Freiwürfe. Also Wilke schafft es hier, die
Freiwürfe ein bisschen zu erzwingen. Und verwandelt die beide sicher. Und 6 Minuten Verschluss, der Wechsel. Klug kommt wieder zurück. Für Berthold. Die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, kriegt jetzt mal wahrscheinlich 1 oder 2 Minuten Pause. Um dann in einer möglichen spannenden Schlussphase nochmal voll angreifen zu können. Und Herr wird natürlich alles daran setzen. Und vor allen Dingen auch jetzt hier durch Laura Westrich die Führung nochmal ausgebaut. Wird sicherlich alles daran setzen, dass es diese spannende Schlussphase nicht gibt. Dreier von Afa und der passt. Und da wieder dieses frühe Doppeln oder Trappen. Und das machen sie konsequent auf beiden Seiten. Aber dadurch entstehen natürlich freie Dreier. 2 Offensiv-Rebounds. Topuzovic mit dem Halbhakenwurf und 2 Punkte für sie. Und ich weiß gar nicht, ob der Rebound, welches Gesicht er zuerst berührt hat, der Ball in der Situation. Und das geht jetzt einmal kurz um die Shot Clock. Die Unterbrechung wird genutzt, um zu wechseln. Genau, der angesprochene Spielerwechsel. Sophia Pelander für Ariana Harris auf Herner. Auf der Herner-Seite. Natürlich auch die Ansagen ans Team, hier unter 10 zu kommen. Also geht natürlich um den Abstand. Jetzt mal ein schneller Score und ein schneller Stop, soweit die Theorie. Praxis ist. Also in der Theorie wäre es auf jeden Fall ein Motivationsschub nochmal geworden, ja, wahrscheinlich. Das ist zumindest besser als diese 14 Punkte direkt anzupeilen. Der ist zu weit links, der Wurf. Und Wilke zieht das Foul. Also gegen Pelander entschieden. Beide Teams noch weit von den 5 Teamfouls entfernt. Und Pelander auf Herner Seite auch die einzige Spielerin, die das dritte persönliche Foul hat. Alle anderen sind eigentlich mit 2 für die letzten 4 Minuten sehr, sehr gut bedient. Und wieder gut aufgepasst durch Zolper, die kann nicht mehr dribbeln. Aber mit Pelander zusammen schafft sie es, den Ball über die Mittellinie zu bringen und zieht hier einmal komplett durch die Mitte. Kann nicht gestoppt werden. 2 Punkte für sie. Und 16 Punkte. Die Führung für den Herner TC. Ja, er hat damit so ein bisschen diesen Aufstand. Ja, vielleicht kommt er wieder, man weiß es nicht. Aber man hat zumindest den ersten Aufstand erstmal gebrochen. Aufholaktion quasi einmal unterbrochen. Ja, die bis zu dem Moment, als Rachel Arthur sich entschlossen hat, auch mal von außen gegen ihre ehemaligen Teamkollegin oder ihr ehemaliges Team zu scoren. 2-mal erfolgreich für 3. Rachel Arthur in diesem Viertel. Und da kommt der Wechsel bei Marburg. Also Klug wieder runter. Die Verschnauspause von Berthold war lang genug. Und Goodwin auf Herner Seite auch wieder auf dem Spielfeld. Dafür Laura Zolper zurück auf der Bank. Und trotz
13 Punkte Führung aus Herner Sicht, hat man trotzdem immer noch irgendwie das Gefühl, dass es ein sehr knappes Spiel ist. Zumindest ist das so der Eindruck, den man hier hat. Also Marburg spielt auf jeden Fall so, als wäre hier noch was zu machen. Und so wie sie das jetzt gerade verteidigen, ist da auch noch was zu machen. Der Stil, Fastbreak-Korb und Foul. Drittes Persönliches für Laura Westerig. Und das, ja, sind die 10 Punkte, beziehungsweise sogar noch weniger. 9 Punkte und der Bonus-Freiwurf für Marburg. Oh, war natürlich ein Anzeigefehler, oder? Das heißt natürlich. Man kann auf 10 runtergehen, auf 10 Punkte Differenz. Aber es kann trotzdem auf 10 Punkte Differenz gehen. Also Marburg jetzt definitiv mit Oberwasser in den letzten 1-2 Minuten und haben auch noch 2,5. Das ist nicht unmöglich. Aber auch das Foul ist, das weiß Laura Westerig sicherlich selbst, dass das ein Foul ist. Da lässt man zur Not, lässt man sie dann scoren, weil eine richtige Chance auf den Ball war nicht mehr so richtig gegeben. Und die einzige, ja, das Schlimmste oder der Worst Case ist natürlich jetzt eingetreten. Sie trifft den Korbleger und kriegt das Foul. Das heißt, kann das Dreipunktspiel jetzt noch vollenden. Also natürlich das, was Laura Zolper über das ganze Spiel verteilt immer wieder mal gemacht hat, jetzt von Lisa Kiefer. Sie einfach wach gewesen bei diesem Swingpass rüber vom, ja, oben bei Herne vom Aufbau zum Flügel und dann auch sie dann natürlich mit den 1-2 Schritten Vorsprung, die man dann hat durch diesen schnellen Stil, dann laufen die alle hinterher und Westerig patscht dann nochmal rein. Bringt hier Kiefer an die Linie und sie bringt möglicherweise ihr Team auf 10 Punkte ran. Und so ist es. 66, 56 und 2,5 Minuten. Herne natürlich jetzt bedacht darauf, möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Topuzovic nochmal raus auf Westerig. Langer Zweier. Und der passt. Afa wieder mit einem Dreier. Ja, das ist natürlich das, was Marok jetzt versuchen muss, irgendwie. Wenn sie hinten 2 Punkte reinkriegen, wenigstens den einen Schritt nach vorne zu machen und den Dreier vorne zu treffen. Und Afa definitiv jetzt im letzten Viertel die beste von außen. Aber wenn das immer so einfach wäre, dann würde es jeder machen, ne? Also das ist leider mal leichter gesagt, als dann wirklich auch getan mit den Dreiern vorher. Ja, und sowas ist natürlich genau das, was Herne haben möchte. Auszeit von Marburg, aber ja, ganz viel Zeit von der Uhr genommen und dann fast mit dem Ablaufen der 24 Sekunden noch die 2 Punkte durch Pelander. Und damit sind es wieder 14 Punkte Vorsprung und noch 1,40. Also da müssen jetzt einige schnelle Steals und einige Dreierabschlüsse kommen. Herne spielt das jetzt in den letzten 1-2 Angriffen smart. Haben vielleicht auch vorher mal die Möglichkeit, aus der Mitteldistanz frei zum Abschluss zu bekommen. Aber spielen dann nochmal den Kickout, spielen nochmal die Pässe, die dann viel Zeit von der Uhr nehmen, die natürlich aktuell für die Heimmannschaft tickt. Ja, 14 Punkte in einer Minute 40 ist zwar nicht unmöglich, aber doch eine große Herausforderung. Den Einwurf, den sich natürlich jetzt Christoph Wisocki selbst aussuchen kann, das heißt, ob er vorne einwirft mit 14 Sekunden oder hinten mit 24, nutzt jetzt die 24 Sekunden und bringt den Ball hinten ins Feld. Natürlich, klar, lässt möglichst lange die Zeit laufen. Herne verteidigt erst ab der eigenen Dreierlinie quasi. Und Wilke Krumbel. Und der Abschluss war, ja,
nicht das, was gewollt war, glaube ich. Nicht das, was sicherlich auch nicht das, was Christoph Wiesocki gerade aufgezeichnet hat auf seinem Coaching Board. Das will ich zumindest mal nicht hoffen. Und ja, eigentlich müsste jetzt entweder ein schneller Stop kommen, aber dafür sind die Fouls auch zu niedrig. Sarah Polleros verlegt da. Und ja, Ballbesitz für Herne. Pelander mit 2 Punkten und ja, damit ist die Nummer durch. Die Trainer gehen, ja, sah schon fast so aus, als gehen sie zum Handshake schon zusammen. Ja, ist natürlich noch ein bisschen zu spielen. Wilke. Jetzt nicht erfolgreich, ihre Mitspielerin mit 2 Freiwürfen. Aber auch die Marburger Spieler, das hat man jetzt gerade gesehen, wissen jetzt, dass es kaum noch möglich ist, eigentlich nicht mehr möglich ist, die Führung bzw. den Ausgleich zu erzielen. Sonst hätte Wilke den Dreier sicherlich genommen in der Situation. Die versuchen jetzt natürlich nur noch das Spiel möglichst noch attraktiv zu Ende zu spielen in den letzten 1, 2, 3 Angriffen. Ja, und wenn man das mal so in den Taschenrechner prügelt, das ist ein Punkt alle 3 Sekunden, den sie da aufholen müssten. Ja, wie lange brauchen wir für einen Fastbreak? 4 bis 6 Sekunden. Ja, also das große Problem ist natürlich, dass sie Herne nicht mal an die Linie bringen könnten. Dazu fehlt es noch bei beiden Seiten an Fouls. Ich meine Marburg sogar nur mit 2 Mannschaftsfouls dieses Viertel. Ja, also dementsprechend die Auszeit aus der Sicht von Marek, um den Spielfluss der Marburgerinnen komplett rauszunehmen und vielleicht nochmal 1-2 Crunchtime-Plays zu üben. Und auch, das sieht man, so kann man so ein bisschen erahnen, glaube ich, die Jugend darf wieder aufs Feld. War ja wie in Halle schon, und das habe ich tatsächlich heute auf einem bekannten Forum gelesen, dass das Durchschnittsalter den letzten Minuten in Halle 18,6 Jahre betrug für Herne. Das wird jetzt nicht ganz so niedrig sein, denn Sophia Pelander und Lauren Goodwin sind keine 18 mehr. Das ist richtig, aber trotzdem natürlich für Lara Langermann und Jule Groll schön ein bisschen Spielzeit zu bekommen, sei es auch nur diese letzte Minute. Goodwin gegen eine immer noch aggressiv verteidigende Wilke. Kommt aber vorbei und Sarah Polleros tippt den Ball. Ja, aber dass das Konzept mit dem Jugend langsam heranführen immer besser klappt in Herne, sieht man ja an eben Sarah Polleros und Laura Zolper, die immer mehr Verantwortung übernehmen, immer mehr Spielzeit auch bekommen. Und auch gerade Laura Zolper war diejenige, die zu der Zeit, als Chloe Bully und Laura Stockton ausgefallen sind, dann abgeliefert hat. Und und der Dreier zählt nicht mehr. Und damit endet hier auch die Begegnung. 74 zu 60.